Das ist das Dorf Weisenbach und hinter dem Berg liegt Dudenrode. 300 Kilometer nördlich liegen die Dörfer Wangelau und Gülzow. Eigentlich hat unser Dorf hier in Nordhessen und Wangelau in Schleswig-Holstein nichts miteinander zu tun, außer dass beide einmal vielleicht eine militärtaktische Bedeutung bekommen könnten. Ein General Wettler stellte vor einigen Wochen in einem Interview fest, dass künftige Panzerschlachten vor Hamburg und Kassel stattfinden. Nun, Weisenbach liegt vor Kassel, Wangelau vor Hamburg. Am besten, Sie lassen es sich vorzustellen, was aus diesem Dorf, was aus unseren Städten wird, sollten einmal wirklich Panzerschlachten dort ausgetragen werden. Vielleicht meinen Sie auch, dass wir bedroht werden, dass wir uns verteidigen müssen. Haben Sie einmal überlegt, was es in einem Krieg überhaupt noch zu verteidigen gibt? Dass außer radioaktiven Trümmern in einer menschenleeren Wüste von unserer Heimat nichts mehr übrig bleibt? Vielleicht sind Sie nun der Meinung, wir, die Grünen, sollten die Militärpolitik lieber den Realpolitikern und Machern überlassen und uns vielmehr auf die Umweltprobleme beschränken. Sicher, in Landtagen und Bürgerinitiativen haben wir schon viel erreicht. Vor einigen Jahren wurden wir noch belächelt, wenn wir einen Fahrradweg oder einen sauberen Fluss forderten. Das hat sich durch uns geändert. Aber was nützt unser ganzes Engagement für eine lebenswerte Umwelt, wenn in unseren Wäldern und Städten unvorstellbare Mengen atomarer und chemischer Kampfstoffe lagern? Uns machen die Militärexperten mit ihren Strategien und ihren immer teureren Waffensystemen Angst, die bestimmt nicht uns, sondern nur der Rüstungsindustrie nützen. Es gibt andere, gewaltfreie Wege der Verteidigung. So wie jahrzehntelang nicht über unsere bedrohte Umwelt nachgedacht wurde, wird heute immer noch nicht über die Alternative zum Rüstungswahnsinn nachgedacht. Es wird Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen. Sonst haben unsere Kinder keine Gelegenheit mehr dazu. Am 5. Oktober, die Grünen.